Hust, Hust, sage ich euch mit diesem formschönen, gestreiften, gefängnisähnlichen Bildschirm. Hat aber nichts mit schwedischen Gardinen zu tun, sondern einfach mit der Tatsache, dass ich beim Kopieren von Dateien meine Safecams scheinbar irgendwie gelöscht habe. Unbeabsichtigt natürlich. Und ja, ich eine ganze Zeit gebraucht habe, Safecams aus dem Internet zu finden für die Stelle hier und ohne unbegrenzte Munition, Cheats und solche Sachen. Und die liebe Acid hat mir dann einen Link gegeben, der jetzt scheinbar auch funktioniert, zumindest hoffe ich das. Ihr seht, wir haben jetzt hier zwar auch Granatwerfer und sowas alles und so, aber das dürfte sich eigentlich nicht sehr viel von dem unterscheiden, was wir eh schon gehabt haben. Und so sieht's jetzt aus. Weil ein paar Safe Games. Nein, Maus weg. Weil ein paar Safe Games nur mit. Nur mit der alten Version funktionieren und ein paar nur mit der gepatchten Version und das ist alles ein bisschen doof. Ah, da hinten. Stirb! Gott! Noch einer. Wie sie es einfach durch die Säule erhaschen kann. Und sie trifft ihn sogar. Es ist unbeglaubenshaft wert. Na dann. So. So grob kann ich mich jetzt hier dran noch erinnern. Glaube ich zumindest. Ich musste auch die ganze Steuerung nochmal alles neu einstellen und sowas alles. Weißt du, was ich neu installieren musste. Und ich hoffe, dass das jetzt einigermaßen schon so geht. Kann auch sein, dass ich das die nächsten Folgen wieder nochmal ändern muss, aber mal schauen. Ich habe es jetzt erstmal ein bisschen leiser gestellt, das Ganze. So. Oh, komm, tu mal weg, die Schose hier. Ja. Hier müssen wir etwas platzieren. Schauen wir mal eben, was wir... Wir haben die Sonnenkönigin und wir haben die Sonnenscheibe, auch güldene Babypille genannt. Und... Da mir gerade auffällt, dass da auch kombinieren steht, sollten wir das vielleicht doch mal versuchen. Dann geht das nämlich echt. Weil ich glaube, die Sonnenkönigin ist ja eine Frau und die steht natürlich auf güldenen Antibabypillen. Deswegen wird natürlich daraus ein Sonnentalisman. Ein Sonnentalisman. Und den benutzen wir mal krass. Klack. Juhu. Wurzeln, Wurzeln, Wurzeln. Ich freue mich schon auf die Frikadellen, die es gleich gibt. Haha. Ist es nicht schön? Habe ich meinen Timer gestellt? Ich hoffe doch. Ich kann mich noch nicht bewegen, noch kann ich mich nicht bewegen, noch kann ich mich nicht bewegen. Jetzt kann ich mich wieder bewegen. Super. So. Ah, da sind die Räume aufgegangen. 1, 2, 3 an der Zahl. 1, 2 oder 3. Tja, letzte Chance vorbei, denn ich tauche erstmal ins Wasser. Und schau mal, was wir hier für Gedönsteile, Pömpelviecher haben. Aber bestimmt irgendwas. Ich merke gerade, mit dem Laptop zu spielen macht es nicht gerade einfacher. Weil die Tastatur ja doch ein bisschen kleiner ist als die am PC. Aber das sollte bei meinem Können ja... Ja, kein Abbruch tun, ne? Das sollte es ja kaum beeinflussen. Hallo! Beeinflussen! Take it. Und ich meine, selbst wenn ich jetzt durch diesen Safe-Game hier ein paar Medipacks mehr haben sollte als vorher, wir wären hier sowieso so exorbitant grenzdebil zugeschmissen mit dem Zeug. Von daher macht das jetzt auch keinen Unterschied, würde ich sagen. Ja. Ich glaube, ich arbeite die einfach mal von links nach rechts ab. Im Uhrzeigersinn. Erstmal speichern. Nein! Oh, nein. So, wir speichern das mal. Das ist der 3., 4., 5., 6. Machen wir mal. Genau. Ach toll, das ist ein toller Gang. Ja. Genau, so. Ja gut, dann hat sich das halt auch schon wieder erübrigt hier. Lara, komm.
Aber das hat natürlich jetzt auch den Vorteil, dass ich jetzt auch am Laptop spielen kann, denn ich bin ja noch nicht in meiner Wohnung wieder. Das sind ja noch Semesterferien. Da geht's auch endlich mit Tomb Raider 4 weiter. Weil ich ja schon gefragt wurde, wann es hiermit weitergeht und... Tja. Das konnte ich vorher nicht weitermachen, weil ich, ja... Oh. Weil ich die Safe Games hier nicht hatte. Und nur bei meinem Rechner zu Hause. Oh, das Gebrutzel, das geht mir schon so ein bisschen auf den... Auf den Ömmes hier. Uiuiuiui. Es ist jetzt eigentlich unplanmäßig gewesen, dieser Weg hier, aber... Wo kommen wir denn dahin? Wo kommen wir dahin? Ja. Ey, ich höre was, ich höre was. Nix, gut. Ja, wie jetzt? Ah! Ich hätte mich jetzt auch nicht gewundert, wenn das Spiel mich wieder verarscht hätte, aber... Hilfe. Ah, kommen hier nicht Crocodiles? Ja, hier kommen Crocodiles. Will ich da jetzt schon hin? Nö. Ich guck mir jetzt erstmal an, wo man hier überall hin kann. Schrapp. Mein Gott, was muss die Frau für Knie haben? Der ist ja schlimm. Kann sich jeder Arzt die Finger nachlecken. Kriechen, weil wir es können. Aber nein, die Frau lernt ja auch nicht dazu. Die geht ja dann demnächst nicht mal in anderen Abenteuern... Was? Hilfe. Mit Knieschonern oder so. Nö. Vollkommen überbewertet. So, da war das Medipack. Da ist eine schöne Kuhle. Eine coole Kuhle. Ja. Und hier... Wird's dunkel? Das scheint Hilfe. Das scheint etwas zu sein, was ich jetzt noch nicht öffnen kann. Oder ich habe hier irgendwas übersehen. Nee, das war die Tür, wo ich hergekommen bin, ne? nee, kann doch gar nicht sein. Moment. Hä? Ah, nee. Ich bin ganz falsch rum dran gegangen. Ah. Alles klar. Oder? Yes. Ich hab natürlich das letzte zuerst abgefrühstückt, was ich natürlich total vorhatte, auch insgeheim. Springen übers Wasser. Konnte Jesus auch schon. Nur ich fand's natürlich viel cooler, drüber zu gehen. Eieieiei. Eieieiei, das sieht mir ja noch was aus. Hört sich an, als wenn dieses Speicherstand-Wählgeräusch Keuchhusten hätte. So. Maybe. May it be. Da. Enya. Wie sie da durchwartet. Krass. Okay, sah auch gut aus. Patschi, nass, ja. So. Ich wollte schon sagen, du tauchst doch jetzt mal ab hier. Ja. Ob blau, ob rot. Irgendwann sind wir sowieso wieder tot. Von daher ist es unwichtig, welche Munition was bewirkt. So. Hier dürfte doch noch ein Medipack liegen. Genau. Wollte ich doch sagen. Ja. Will ich hier schon hin? Hilfe! Oh. Und sofort da durchgekommen. Ein Sekret. Ein
Sekret. Oh ja. Oh, cool. QL. C-U-E-L. Ist ja wie auf einer Ausstellung hier. Und wir sind die Museumsräuber. Aber wir grapschen uns einfach mal alles, wo geht. Alles, wo gibt. Speichern. So. Wir werden jetzt wieder zurückschwimmen. Weil ich hier nicht den Rest meines Lebens verbrennen möchte. Und ich glaube, Lara sieht das ähnlich. Und ich wundere mich gerade, warum ich... Ah, ja. Warum ich nirgendwo vorgeschwommen bin. Weil das eigentlich immer so meine Lieblingsbeschäftigung ist. Irgendwo vorzuschwimmen. Das war jetzt ein anderer Gang, oder nicht? Anderer Gang. Ah, toll. Oh, komm, wir verbraten hier nochmal einen Gang. Da tun wir dann irgendwas Tolles rein. Zum Beispiel Munition. Und dann freut sich der Spieler. Erst denkt er, oh nein, schon wieder mehrere Gänge, ich muss mich entscheiden. Und hinterher war es dann doch wohl nicht so schlimm und ha, und hast du mich gesehen und... Ja, ihr kennt ja die Geschichten. Genau, und jetzt rutscht die Stange hoch. Weil sie es kann, tut sie es. Mit Leidenschaft. Eieieiei. So. Was? Nee, nicht runterrutschen. Da sind Fackeln, die möchte ich gerne haben. Nein! Och, Lara, du bist doch... Och, nö. Der Heilige See, der Heilige See, der Heilige See. Oh. Wer wohnt in der anderen? Das ganze tiefe Meer. Nee, das war was anderes. Schade. Ich habe öfter mal so... Jetzt bleibe ich natürlich... Bleibe ich natürlich hängen. Ich habe öfter mal so krasse Gedankenwechsel. Und hör auf zu bupen hier. So bup, bup. Ich tue dir nichts, Laptop. Und ich drücke keine Tasten zu oft und sonst auch nicht. So, das muss ich jetzt nochmal eben holen. Das muss ich holen. Es geht nicht anders. Ich kann das Spiel nicht fortsetzen, ohne dass ich diese Munition hole. Jetzt machen wir bitte eine coole Unterwasserrolle. Wow. Oh, I love it. I love it. Hallo? Achso. Weisheit des Tages. Speicher immer ab, wenn du es für nötig hältst. So. Aber manchmal will sie ja bei mir nicht springen. Das Problem kennt ihr ja bereits. Zum Beispiel hat sie sich eben auch geweigert. Schubidubba, schubidubidu, babibibidu, bambabidubu. Nein! Och, Lara, ich wusste, dass du es wieder nicht machst, du dumme... Ja. Ach, das ist doch... Das ist doch... Also, nee. Schraub dir dein Höschen nicht auf. Hier in der Wüste findest du so schnell kein neues. Und wenn deine ganzen Beduinen kommen und wollen dich dann kaufen und bieten, was weiß ich, 666 Kamele für dich, dann ist aber... Hochzeit und Kirmes und alles zusammen. Und mein Timer. Yay! Und pünktlich mit meinem Timer habe ich es natürlich geschafft. Als hätte ich es geplant. Und ich habe es natürlich auch so geplant gehabt. Ja, mit dieser formschönen Säule im Bild verabschiede ich mich für diese Folge. Haben wir wieder was gelernt. Nämlich, dass auch mit einem, ja, notfalls gerungenen, neu geholten Safe-Game alles wie am Schnürchen läuft. Wie immer. Es war nie anders. Es wird nie anders sein. Recht herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.